So. Noch ein Kopf, Papier, Lanze, noch so ein Kopf. So. So, komme ich hier nicht runter? Ich komme nicht runter. Ich bin zu fett. Wann ist Sticks beim Grillen zu dick? Schoki, was hast du denn? Alles gut. Okay. Ist das Schleimgras? Putzelig. Ein Setzling. Eichensetzling. Einen. Na, gucken wir nochmal. Wo ist mein Papier hin? Wer hat mein Papier geklaut? Oh. Ein Papierbäumchen. Wo ist das Papier? Los, Papier rauskommen, stellen. 1, 2, 3. Papierbäumchen. Tatsache. So, ich habe es ein Papierbäumchen gemacht. Wo soll ich das denn hinsetzen? Schoki. Warte, komm gleich, ja? Ich muss mich eben um das Viehzeug kümmern. Kommst du bitte da, wo mein Pfefferbäumchen ist? Ja, ich komme zum Pfefferbäumchen. Ich glaube, ein Pfefferbäumchen ist. So, pass auf. Wollen wir das Papierbäumchen hier vorne mal hinsetzen? Wo hier vorne hin? Aber zu mir. Willst du vorne hinsetzen? Hier so hin? So. Dahin? Ja. Dahin? Ja! Das Papierbäumchen hinkriegt. Ah, ja, sehr gut. Huch, schon gewachsen. Hast du gerade gedüngt, gedüngt? Ja, ein Papierbäumchen. So, mal gucken, was er macht. Gut, haben wir Papierbäumchen. Cool. Der Tipp ist von Coolman. Cool. Hey, guck mal, was ich hier alles habe, ja. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, da bist du, ja. Pfefferbäumchen. War ja wieder klar mit Pfefferbäumchen. So. Und Zimtbäumchen. Ist ein Stück groß. Schweinefleisch. Ist irgendwo rohes Schweinefleisch. Warte mal, hast du rohes Schweinefleisch irgendwo? In der Küche. Ja, genau, in der Küche. Musst du im Fach mal gucken. Wenn es so gebraten ist. Nein, in der Küche, da müsste rohes drin sein. Habe ich nicht gesehen, ich warte das jetzt hier. Eine... Jetzt kommst du mal mit in die Küche. Ich packe das jetzt in eine Schachtel rein, dann ist es weg. So, zack. Dann ist es bestimmt gleich gebraten, ne? Ja. Aber ich bin groß, halt, komm mal mit. Komm, gut, gut, gut. Ja, ich komme schon. Groß ist hier. 29, das müssen noch ein paar mehr werden hier dann. Groß, groß. Ach, da stimmt, ja. Habe ich nicht gesehen. Augen auf dem Straßenverkehr. Habe ich partout nicht gesehen. So, jetzt mache ich das mal ein bisschen. Tatsache. Ich habe das nicht gesehen. Guck mal, hier ist ein garstiger grüner Fisch. So. Ich gehe jetzt nochmal nach Zuhusa rüber. Guck, ob ich da in der Nähe irgendwo was finde, okay? Es muss da irgendwo so ein blödes Vieh nochmal geben. Sie. Wie geht der Tempo? Zuhusa, Tempo, Tempo.
Na, Tempo. Stehst du denn hier draußen? Soll ich drinnen aufpassen? Dann gucke ich mal. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo was. Ich glaube, ich bin gerade verkehrt abgebogen. Ich laufe mal hier mal lang. So. Dahin geht, weiß ich nicht. Gibt es den Weg eigentlich dahin? Ist schon fertig gebaut der Weg? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der Lavastein. Okay. Geht's hier lang? Dann ist Ende. Okay, der Weg ist hier noch nicht weitergebaut. Und da auch nicht. Okay. Gut. Das haben wir auch geguckt. Jetzt haben wir ein Papierbäumchen. Können wir einen Baum beschreiben? Was ist denn die? Magma-Block. Schnell noch mal stabilieren hier. Bevor ich wieder verhungere. Vielleicht mal eine Schmuse-Backkartoffel in der Hand und dann gehen wir mal weiter. Gucken wir mal. Schubidubidu. Du. Gibt es hier irgendwo das schwarze Rindviecher? Du bist ein Stier. Dich will ich nicht. Du bist nicht weiblich. Dich mag ich nicht. So. Holland. Tulpen ist eindeutig Holland. Richtung Osten war das Lavendelland. Ja. Aber unter Tür rausfallen und immer Richtung Osten gehen. Lavendelland, das ist so schön. Weißt du doch die Folge, ein Pfefferbäumchen? Ja, die Nummer weiß ich aber nicht. Ich weiß nur Folge 44. Schoki nach Hause bringen. Das ist ein Enderman, da brauche ich ein stärkeres Schwert für. Hat sich umsonst gemacht. Diese blöde Hexe. Dieses Misty von Hexe. Ich fasse es ja nicht. Hallo, ist gut. Hallo, ist gut. Diese blöde Hexe. Das mistige Mistvieh. Das ist ein Stier. Okay, will ich auch nicht. So, ich zieh mich mal kurz ganz. Du bist bestimmt wieder Mackel, ne? Ja. Okay. Yeah.
habe ich so ein bisschen Lavendelland tot gemacht. Gar nicht gut, so. Ne, Totenland. So. Fertig. Ja, das war unsere erste Hütte mal gewesen. In der ersten Welt, die wir hatten. Eigentlich war es die zweite Hütte, weil die erste Hütte hat die Schoki gebaut. Die zweite Hütte, die haben wir dann gebaut. Welche habe ich gebaut? Damals am Spawnpunkt, damals, weißt du es nicht mehr? Ja, mal angefangen haben. In der ersten Welt. So, ja. Jetzt sind wir anders. Da ist nicht Christian anders. So. Dann sind wir umgezogen. Das neue Haus da hinten, ganz hinten hier. Weil die Stadt uns zu groß wurde. Sind wir umgezogen. Haben wir uns auch aus super gebaut. Dann kam uns die Idee, das jetzige Haus, was wir jetzt auch haben, auch in der alten Welt zu bauen. Das blubbert hier. Ohne war dieses Haus nicht schlecht. Das war auch ganz gut. Na, du musst dein Brot jagen. Du musst dein Brot jagen. Läufst du vor dir weg? Willst du nicht gegessen werden? Kummel, was machst du mit deinem Brot? So. Haben wir 1987 wohnt hier. So. Jetzt raus auf der freien Wiese. Das ist ja so ein Vieh von Hexe. Das habe ich erstmal erlegt. Und zack. So. Ein Vieh von Hexe hier erlegt der irgendwo noch. Da. Von denen. Wenn nachts hier draußen rumlaufen, ist es gar nicht mal so einfach. Hätte den Weg sparen können. Weg. So, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Hallo, Skeletti. Das ist wieder so ein Heidi-Klum-Model. Ich glaube, ich darf mal was essen, mal kurz reingehen. Drin ist man sicherer. Hier, kurz mal rein. Zack, so. Schön, oder? Kamin brennt, das ist gut. Mal was treffen. Ja, reinschnabulieren. Meine Zinkerschwerter sehen gut aus, aber das, die Schwerter aus Sphärenbinge sind irgendwie immer noch besser. Ich habe es noch nicht geschafft, hier ordentlich ein super Schwert hinzukriegen. Aber vielleicht muss ich ein bisschen mal dran probieren. Immer was am besten hinkriegt. So. Ist immer noch dunkel, ja? Ja. Immer noch Nacht.
Freunde, ich muss so eine Engelskuh finden. Macht es einem doch nicht so schwer. Ach ja. Wenn ich wieder rausgehe, kriege ich wieder eins auf die Fresse. Wollen wir wetten? Sag mal hier, wir haben noch ein bisschen. Noch ein schon wieder. Ah, ich drücke mir jetzt mal mit. Ach, was willst du denn hier? Au! Hat nicht funktioniert. Stehe ich hier oben irgendwo. Cool. Ich stehe auf der Fackel. Krieg nicht mal heiße Füße. Das ist witzig. Autsch. Ich glaube, es wird hell. Super. Hier sollte man vielleicht mal schon mal Erde abbauen. Versuch's nicht mal. Genau, weil das an der Wasserstelle. Wenn wir das hier länger aufhalten, könnte das ein ziemliches Kuhproblem geben. Das heißt, wir sollten jetzt. Ach, nicht doch, Mensch. Freunde, ihr nervt. Jetzt. So eine ständige Wasserquelle, das ist schlecht. Die Sonne geht auf. Schön. Ich hab noch ein paar Eisengitter. So, wo warst du denn? Hier in der ganzen Nähe vom Dorf Krempel, das ist ja der Dungeon, wo er schon drin war. Da habe ich noch 10 Eisengitter abgebaut hier. Okay. Was bist du? Bist du hier? Ein Stier. Oh. Ich dachte, über Nacht hätten sich die Stiere in Kühe verwandelt. Das wäre ja toll. Auch ein Stier. Oh Mann. Das macht keinen Spaß. Muss er hier irgendwo auf dieser Welt doch noch so ein blödes Vieh geben? Ah. Die laufen hier doch rum wie verrückt. Du bist auch ein gelben Ringelfina, du bist auch ein Stier. Au. Schnabuliert. So, ach, du bist auch schon mal Stier da hinten, super. Dann bist du schon auch hier einer, ne? Gibt's nur Stiere? Ich finde das so unfair. Warum gibt's hier nichts anderes mehr? Ist ich guter Rat teuer? Jetzt haben andere Kühe. Hier ist ein Dorf. Kenne ich das schon? Bin ich denn hier? Das ist ein Village. Oh.
Das ist ein Dorf. Das ist ja cool. Tulpenland. Ist nicht weit weg. Das finde ich cool. Das müssen wir mal in einem der nächsten Folgen mal an das riesige Straßennetz anbinden. Ich habe da noch ein Dörfchen gefunden gerade. Oh. Nicht oh, ein Dorf. Müssen wir nur mal ins riesige Straßennetz anschließen. Ich gehe da mal hin. Wir sind nicht weit weg vom Tulpenland, weißt du? Da mal hin, ich komm auch mal. Ja, aber wir müssen ja viel an Infrastruktur machen, das und Terraforming. Das sieht ja nicht gar nicht so schön hier aus. Und da wieder neue hier. Ja, sieh mich auf. Ganze Menge Terraforming betreiben und. Sonst sieht das ja alles ganz gut aus. Wir haben Rohstoffe. Da ist sogar noch ein Dungeon. Da waren wir noch gar nicht drin. Oh, da können wir gleich mal reingehen. Ich will jetzt immer meine Kuh finden, endlich mal. Jedes Mal, wenn ich was vornehme, die zu gut zu finden, machen wir was anderes. Feuer zu Kuh? Ja. Tulpenland. Ja, da drüben ist das Tulpenland, genau. So. Ja, ganz geradeaus bestimmt einen Weg bauen, ne? Genau, rund. Mal gucken, wo wir den Weg lang bauen. Ganz viele Tulpeninsel. Oder wir gehen einmal ganz hinten außen rum und einmal darum. Ich kann mal von zwei Seiten erschießen, das Dorf. Das ist schön. Das gefällt mir. Dem Dörfchen müssen wir halt dann nur noch mal einen Namen geben. Ich hätte jetzt auch bei dieser Dorfsuche ja, auf dieser Kuhsuche ja, eine Kuh finden können. Ach ja. Was macht man nicht alles, um so eine blöde Kuh zu finden? Ich habe Hühner gefunden. Hühner helfen uns jetzt, ne? Okay. Ich habe Ton gefunden. Brauchen wir noch Ton? Ja, bring mit. Okay. Irgendwas durchlaufen, weil ich keine Schuhe anhabe. Mist, ich hab gar keine Schuhe an. Ich laufe barfuß. Gott. Au, schon wieder barfuß. Au. 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 Was sagst du so einfach?
Durch Gift-Impulse ist es nicht gut. Ja, halt dahin. Schüchen bauen. So. Meine Schuhe jetzt vergessen, ey, gibt's ja gar nicht. So, Goldschuhe, Wasserläufer sogar, cool. Kettenschuhe, Schutz 2, ey, gar keine machen wir auch hier, blöd Mann. Oh. Dann Hühner züchten, ja, vielleicht morgen, heute nicht. So, gehen wir auf der Suche nach diesem. Ich komme gleich mal wieder zurück. Bin hier das rechte Schuki. In dem Fall musst du in so ein Vogelnest bauen. Das musst du machen. Und dann musst du sie füttern. Lavendelland, das findest du toll, Lavendelland, ne? Ja, war mir klar. Hier ist eine andere Kuh. Ach, hier bin ich wieder verkehrt gelaufen. Hier geht's ja gar nicht weiter. Stimmt ja. Geht es in den Wald hinein? Jawohl. Mäh. Zum Tag gucken, wo der Weg hier endet. Jetzt gehen wir hier mal querfeld ein. Oh, der nächste Mammutwald hier vor uns. Da ist ein Licht von so einem Beacon. Da müsste der Dragon Jade zu Hause sein. So, da, gucken wir mal hier. Ich höre Schafe. Geht doch. Ja, es ist nicht wie im normalen Minecraft durch eine Media Mod, dass wenn die Tiere fütterst, dass gleich das Baby, das Neugeborene da ist. Nein, es eine Media, es braucht ein bisschen seine Zeit. Wir waren im Regenwald. Kein Dschungel. Was ist denn das denn? Was ist denn da? Das war unfair. Läuft mir das? Die Katze hier durchs Bild? Was das uncool ist. Was ist denn das? War das jetzt? Mist. War das? War das früher mal? Genau. Marvin-Haus im Bau. Okay. Ach, Marvin-Cooler. Genau. Marvin-Cooler. Der baut hier hinten auch mal seine Hütte, war das, ne? Genau, die lang. Was wäre hier? Marvin Cooler wohnt hier, stimmt ja. Enderman. Ja,
hat denn der Marvin hier? Auf Amos übereinander? Okay. Was? Was? Gibt's aber nicht.